Hallo und herzlich willkommen zu meinem Draw My Year 2022. Wow, was ein intensives Jahr für mich. Wo soll ich da bloß anfangen? Nehmen wir die Vorsätze. Meine Wünsche von 2021 waren es, etwas mehr vom Schnitt wegzukommen und mehr in Richtung Kamerajobs zu gehen. Außerdem habe ich mir gewünscht, endlich mal wieder ins Ausland zu reisen. Spoiler, das habe ich beides dieses Jahr geschafft. Denn schon am 10. Januar bin ich mit meinen Freunden Olli und Mr. Trashback nach New York geflogen. Freiheitsstatue gucken, das World Trade Center besteigen, Burger essen, nachts am Times Square völlig legal Gras konsumieren. Was eine Erfahrung, was ein Start ins Jahr. Als wir 10 Tage später wieder zurück im Land waren, wurde ich eine Zeit lang vom Pech verfolgt. Denn 3 meiner Kunden haben zufällig fast gleichzeitig in irgendeiner Form Projekte verschoben, abgesagt oder komplett eingestellt. Und damit war ich erst einmal fast arbeitslos. Es ging also, seit ich Freelancer bin, das erste Mal für mich auf Jobsuche. Ich habe mich bei vielen Freelancer-Projekten beworben und bin teilweise wahnsinnig dabei geworden. Ich fand es unendlich unverschämt, dass es Firmen gab, die teilweise Videobewerbungen und Probearbeiten verlangten, an denen man mehrere Tage verschwendet und diese am Ende nicht einmal mit einer Antwort gewürdigt haben. Ich habe eine sehr frustrierende Seite meiner Selbstständigkeit kennengelernt. Ab April ging es dann aber wieder richtig ab. Dirk von den Rockmonics rief mich an und hat mich darum gebeten, ob ich die Band nicht auf der Wellenbrechertour mit Unantastbar begleiten könnte. Sie würden gerne ein Videotagebuch von dem Trip haben. Der Arbeitsauftrag lautete: Mach das, was du in deinen Festivalvlogs machst. Jawohl, die Scheiße! Und so begleitete ich die Band im Frühjahr nach Magdeburg, Hannover, Oberhausen und Balingen. Nightliner fahren, Bier trinken und Videos drehen. Ja, es war so geil, wie es sich hier gerade anhört. Seit ich 2012 die Toten Hosen Vlogs von Paul Ripke gesehen habe, habe ich mir gewünscht, so etwas auch mal zu machen. Die Rockmonics haben mir diesen Traum im Frühjahr erfüllt. Anschließend hatte ich auch wieder reichlich Cutterjobs und habe auch so Dinge gemacht, wie zum Beispiel ein Hochzeitsvideo zu drehen. Ich konnte mich wieder voll in meinem Job ausleben. Und es wurde noch besser. Auf der Tour in Magdeburg habe ich nämlich Marco von Vollgas Richtung Rock kennengelernt. Dieser hat mich zum Label von Drakkar reingeholt, wo ich seitdem für den YouTube-Kanal von Deutschrock 1 monatlich News-Videos aus der deutschen Rockszene präsentiere. Krass, 9 Jahre nach Shortcuts Webscreen moderiere ich nun wieder meine eigene Sendung. Wir bewegen uns in den Sommer. Dieser wurde erst so richtig intensiv. Ich habe meinen Geburtstag endlich wieder groß am Aachener Weiher gefeiert, war mit meinen Freunden bei den Toten Hosen in Köln, Düsseldorf und Düsseldorf, bei Rammstein und endlich wieder auf dem Kerbholzheimspiel. Ende Juni ging es dann mit meiner Partnerin Marie in die Türkei, wo wir viel am Strand gelegen haben, Städtetrips gemacht haben und uns die Sonne auf dem Bauch haben scheinen lassen. Und nach der Türkei war die Liebe auch leider schon zu Ende. Und wieder einmal durfte ich diesen Sommer eine Trennung durchmachen. Und klar, das tat scheiße weh. Und manchmal tut es auch immer noch weh. Marie ist ja schließlich eine ganz coole Socke. Aber irgendwie ging es dann dieses Mal doch relativ gut klar und hat mich nicht in ein tiefes Loch geschmissen, wie halt in der Vergangenheit immer. Fast als ob man sagen würde, dass meine 2-jährige Therapie irgendwas gebracht hat. Deswegen nochmal, wenn es euch scheiße geht und ihr mit etwas nicht alleine klarkommt, holt euch Hilfe. Mir hat es geholfen und ich würde es wieder tun, wenn ich mit etwas nicht klarkomme. Nach diesem Urlaub habe ich über eine Freelancer-Plattform die Videoproduzentin Laura kennengelernt. Diese versorgte mich nicht nur mit einigen Schnittjobs, sondern hat mich auch noch für einen ziemlich großen Kunden als Kameramann auf das Perucaville Festival geschickt. Boah, war das krass! Ein absoluter Traumjob für mich. Und es hat mir eine so krasse neue Welt eröffnet, die ich im kommenden Jahr in meiner Freizeit noch besser auskundschaften möchte. In Laura habe ich nicht nur eine Arbeitskollegin, sondern auch eine gute Freundin gefunden. Danke, ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Die Trennung hat mir diesen Sommer doch sehr aufs Gemüt geschlagen. Ablenkung musste her. Und die habe ich auch bekommen. Ich habe neue Freunde kennengelernt, war auf der größten Gond aller Zeiten, auf einer Kanutour, der Gamescom, auf einer weiteren kleinen Gond und auf vielen, vielen Toten Hosen, Kerbholz und Ärztekonzerten. Das war geil. Der Oktober war für mich nicht nur der krasseste Monat des Jahres, sondern auch die beste Zeit meines ganzen Lebens. Es ging erst einmal zurück an den für mich schönsten Ort der Welt. Daniel, Patrick, Olli und ich flogen zum 3. Mal gemeinsam nach Island. Am ersten Abend haben wir unser schönstes Geschenk bekommen. Wir saßen mit einem guten Whisky unter sternenklarem Himmel draußen in unserem Whirlpool. Plötzlich passierte etwas am Himmel. Es war, als ob sich ein leuchtender Vorhang aufzog. Wir haben zum ersten Mal in unserem Leben die Nordlichter gesehen. Ein Moment so schön, dass ich weinen musste. Ich war dankbar. Nach diesem perfekten Urlaub hatte ich noch 2 Wochen Zeit und nicht so viel zu tun. Bis Daniel von den Rockmonics mich anrief und am Telefon fragte: Moin Master Jam, du sag mal, hast du eigentlich dieses Jahr noch Zeit, uns bei einem Tourblock zu begleiten? Ich fragte: keine Ahnung, muss ich gucken, wann denn? Und er meinte nur lachend: Ja, heute Abend, 22 Uhr am Proberaum geht's los. Super spontan packte ich meine Sachen, stand 5 Stunden später am Proberaum und fragte: Sag mal Jungs, wo geht's eigentlich hin? Einen Tag später wachte ich in Schwerin auf und machte dasselbe, was ich auf der Tour im Frühjahr schon gemacht habe. Beim deutschen Tourabschluss in Bremen standen wir alle gemeinsam mit Unantastbar auf der Bühne und haben mit ihnen den Song Für immer gesungen. Immer
Liebe Orgmonix, ich möchte es mit den Worten sagen, die Dirk bereits an Jogge gesagt hat. Das, was ich hier mit euch erlebt habe, das kannst du in keinem Reisebüro buchen. Vielen Dank für diese großartige Zeit. Und nachdem ich wieder zu Hause war, wurden bereits wieder die Koffer gepackt. Dieses Jahr habe ich mir einen ganz besonderen Traum erfüllt. Zusammen mit Andy, Mr. Trashback und 100 anderen Hosenfans ging es nach Buenos Aires, um dort auf drei Toten-Hosen-Konzerte zu gehen. Am ersten Abend schmuggelten wir uns auf das Willkommen in Argentinien-Konzert von Los Conejos Muertos, was wirklich das beste Konzert meines ganzen Lebens war. Wow, was für eine Energie. So müssen die Toten Hosen in den 80ern gewesen sein. Nico, der Sänger der Band, tätowierte mir ein paar Tage später Dias Como Estos auf den Fuß. Übersetzt heißt es so viel wie an Tagen wie diesen. Es steht für mich für die Erfüllung eines Traumes. Es steht für mich für die Freiheit, meinen Weg zu gehen, den ich so liebe. Es steht für jeden guten Augenblick, den ich erlebe. Und dieses Tattoo, das für mich mit Argentinien und den krassesten Tagen meines Lebens steht, wird mich nun auf jedem weiteren Schritt in meinem Leben begleiten. Quasi nahtlos nach der Rückkehr aus Argentinien habe ich meinen Job als Videograf bei 1Live in Köln angefangen. Schon nach wenigen Tagen habe ich mich in dieses Team verliebt und habe mit ihnen insgesamt 22 Videos mit Promis wie Nico Santos, Materia und Dutzenden weiteren produziert. Der Job nahm seinen Höhepunkt bei der 1Live Krone, wo ich als Kameramann für Fisherman's Friend auf dem roten Teppich gedreht habe. Nächste Woche geht es by the way für mich noch auf die Darts-WM nach London und anschließend freue ich mich auf ein schönes Silvester in Nürnberg. For real, New York, Türkei, Island, Argentinien, die Touren mit den Orgmonix, der Job auf dem Perukaville, bei Deutschrock 1, bei 1Live. Leute, ich bin sprachlos. 2022 hat mir sehr, sehr viel abverlangt, aber ich würde sagen, aktuell stehe ich dieses Jahr 4-1 vorne. Danke an alle, die dieses Jahr zum Besten meines Lebens gemacht haben. Und Wünsche fürs nächste Jahr? Ich strebe schon nach einer größeren Wohnung, wenn ich ehrlich bin. Ein paar Nächte unter freiem Sternenhimmel wären cool. Und vielleicht wieder ein bisschen mehr kuscheln. Aber ich bin dankbar und glücklich. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Und wie war euer Jahr so? Schreibt es mir in die Kommentare.